Hallo, was machen Sachen? Ja, momentan sind wir sehr fleißig am Anvil arbeiten. Gerade in den Livestreams machen wir da einige, oder sind wir gerade an zwei Projekten dran arbeiten, an einem kleinen und einem größeren Projekt. Das kleine Projekt ist das, was ihr gerade im Hintergrund schon mitlaufen seht. Ich habe einen kleinen Timelapse dazu in den Hintergrund gepackt und das möchte ich euch jetzt vorstellen, weil das ist tatsächlich ein Spiel, was halt tatsächlich weiß, es wird fertig, es wird ein fertiges Spiel rauskommen. Und ja, es wird ein kleines Pac-Man-Spiel, also Pac-Man in 3D und ein bisschen horrormäßig. Ja, das meiste haben wir in den Streams schon erledigt, deswegen fühle ich mich jetzt auch so bereit zu sagen, da, gute Chancen, dass das fertig wird, dass das ein spielbares Spiel ist. Die Hauptsysteme funktionieren, also das Hauptspiel an sich funktioniert. Das sind jetzt so ein paar Schönheitssachen, die ein bisschen gemacht werden müssen. Ein paar minimale Anpassungen, was die Programmierung angeht oder die Blueprints mir angeht, weil Programmieren an sich kann ich ja nicht. Bin am Überlegen, ob ich C++ tatsächlich alleine für die Sachen hier lerne, weil Unreal in C++ ist. Ja, bin ja noch nicht so sicher, ob ich wirklich mich dran setze und programmieren lerne. Wäre sinnvoll, gerade für das größte Projekt, was ein bisschen komplizierter wird, wo ich noch nicht weiß, ob es ein fertiges Spiel wird. Mehr so als Übungsgrundstück gedacht. Dazu werde ich euch demnächst auch ein bisschen was erzählen. Das haben wir auch an Streams ein bisschen dran gearbeitet, so just for fun. Ja, das aber zu einem anderen Zeitpunkt. Kommen wir zurück zum Pac-Man-Spiel. Das Schöne an dem Spiel ist, ich habe mir gedacht, ach, das ist eine lustige Idee, das könnte man auch mal probieren. Und ich habe einen Großteil, oder einen, ja, nicht Großteil, einen Teil davon, so ein Drittel davon war ja schon fertig. Ich habe viele Sachen aus meinem Backrooms-Game recycelt dafür. Gerade was AI angeht, was halt das Komplexeste an dem ganzen Ding ist, weil, seien wir mal ehrlich, Pac-Man ist jetzt nicht sonderlich hochgradig kompliziert aufgebaut. Das Schwierigste ist tatsächlich die AI von diesen Monstern, die da rumschwirren. Da habe ich es mir halt leichter gemacht und habe mir meine Monster geschnappt aus den Backroom-Games und habe die dann halt sehr entfremdet, ein bisschen angepasst, dass sie halt andere Bewegungsmuster haben und das werden dann quasi unsere Geister. Und das andere seht ihr gerade im Hintergrund mitlaufen. Ich habe uns ein schönes Labyrinth gemacht. Das basiert auf der ursprünglichen Karte von Pac-Man. Ich habe das versucht, so gut wie möglich nachzubauen. Das hatte ich leider nicht aufgenommen. Ich habe halt leider nicht immer dran gedacht, tatsächlich alles aufzunehmen. Streamen konnte ich nicht alles, weil mein Internet momentan wieder komplette Katastrophe ist, wie so, wie es halt schon die ganze Zeit ist. Aber das Wichtigste habt ihr ja da, ihr seht, wie es aussieht. Ich habe das meist einfach aus Cubes zusammengebastelt. Also ich habe die Anvil-eigenen Geometry-Cubes genommen oder den Geometry-Brush-Cube und habe daraus halt die Wände gezogen. Ich habe später noch eine andere Textur drauf gemacht, eine World-Align-Textur habe ich mir erstellt, weil ich es mir einfach machen möchte. Und dadurch, dass das Level halt nicht wirklich komplex irgendwie aufgebaut ist oder so weiter, können wir problemlos einfach das komplette Ding mit der World-Align drauf klatschen und wir haben keine Performance-Probleme. Wird nicht viel Performance gebraucht, ist nicht so viel in der Szene. Ich dachte, ich möchte, dass das mehr in die Horror-Richtung geht, also es wird düsterer sein. In dem Moment, wo ich das gerade seht, ist das schon relativ hell, einfach damit ich einfach bei Licht arbeiten kann. Ich will nicht im Dunkeln arbeiten, da sehe ich ja nichts. Später wird halt mehr Atmosphäre dazukommen. Das ist so der letzte Schritt, den ich mache. So Atmosphäre. Nebel, bis jetzt auf meinen Nebel für die Portale, den werdet ihr wahrscheinlich auch noch sehen. Ich habe jetzt nicht so im Kopf, wo ich wann was wie geschnitten habe. Ansonsten halt diese ganzen Feinheiten kommen zum Schluss. Man arbeitet ja immer von grob nach fein. Erstmal muss das grobe Spiel an sich funktionieren, dann kann man es hübsch machen. Was im aktuellen Zeitpunkt jetzt noch fehlt, in dem ich das Video mache, sind tatsächlich nur noch die Monster, Animation und halt so ein bisschen das Level aufhübschen, so Partikels verteilen, ein bisschen Atmosphäre, Licht dunkler machen, vielleicht haue ich da den Atmospheric Fog noch drauf. Mal gucken, was schön aussieht. Generell einfach mal gucken, wie man das Licht am besten setzt, ob man einfach nur ein Directional Light draufhaut ohne Schattenwurf oder ob man wirklich hingeht, sagt, okay, wir nehmen verschiedene Point Lights oder. Ja, das müssen wir mal gucken. Das sind so Feinheiten, die machen wir ein bisschen später. Ein bisschen Post-Processing ist halt alles, was man halt wirklich zu Ende macht, wenn das Spiel läuft und man macht es so noch hübsch. Ich habe die Bälle auch schon fertig, das ganze System für, ich sammle Bälle auf und wenn alle Bälle gesammelt sind, passiert irgendwas. Ich gucke mal, ob ich das als Tutorial für euch mache. Das ist so eine Sache. Ich hatte die Basis auch aus einem anderen Tutorial, wo es darum ging, verschiedene Karten aufzusammeln und dann zu gucken, ist diese Karte für diese Tür. Das habe ich ein bisschen umgewandelt. Ich habe das so an sich, wie ich das gemacht habe, nicht gefunden. Kann sein, dass es irgendwo existiert.
im englischsprachigen Raum oder so. Ich will es halt nicht versprechen, momentan Tutorials zu machen. Habe ich nicht immer den Kopf dafür. Ich werde es euch aber auch mindestens mal einfach mal in die Kommentarspalte, nee, nicht Kommentarspalte, wie heißt das? Discussion Board, diese Diskussionstextgeschichte auf YouTube, werde ich euch die Blueprints einfach mal bildmäßig zeigen und dann könnt ihr euch das abgucken, wenn ihr Bock drauf habt. Werde gucken, ob ich es vielleicht halt als Tutorial hochmache, dass ich generell einfach wieder mehr Unreal-Zeug mache, weil ich habe momentan sehr viel Spaß in Unreal. Ich sag, wir machen wieder viel Unreal-Zeug. Und gerade wenn man das zusammen macht, ich habe immer ein paar Leutchen im Stream, die ein bisschen was mitmachen, ist es doch eigentlich ganz cool. Ja, so viel dazu. Ihr könnt euch drauf gespannt sein. Sobald das Spiel fertig ist, also dieses Pac-Man-Horror-Spiel fertig ist, mache ich auch nochmal ein Video dazu, mit natürlich der Verlinkung zu itch.io, wo ihr euch das runterladen könnt. Ich will jetzt schon mal spoilern. Ich werde das Spiel so hochladen, dass es, wer will, gratis runterladen kann und man kann, wer möchte, keine Spende da lassen. Ich will hier keinen dazu verpflichten, dass man irgendwas spendet. Ihr könnt das Spiel auch einfach so runterladen. Und wenn ihr wirklich dieses Spiel spielt und wäre cool, wenn ihr das aufnehmt oder halt so Let's Play-mäßig hochladet oder generell Feedback da lässt. Ich würde halt einfach mehr Feedback haben für das Spiel, ob alles funktioniert, wie ihr das fandet. Das ist ein relativ kurzes Spiel, je nachdem, wie schnell ihr die Bälle einsammelt und wie doof ihr euch anstellt mit dem Kugelchen sammeln. Vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde. Wenn überhaupt, wie gesagt, ist jetzt nicht so hochkomplex, so kompliziertes Spiel. Sagt, wer irgendwie das Spiel spielt, Feedback wäre nice. Wenn ihr Content Creator seid und egal ob groß, ob klein, macht doch ein Video oder so und verlinkt mich da. Ich bin da neugierig, ob da jemand Spaß dran hat an dem Blödsinn, den ich hier fabriziere und ob das Spaß macht. Hey, Feedback ist halt schon nice. Und auch wenn was nicht funktioniert, sagt mir das auch. Ich hatte es bei den Backroom Games, dass ich einen Fehler gemacht hatte bei den Monstern, dass die Hitbox viel zu groß ist und die dich durch die Wand angreifen konnte. Habe ich bei meinen eigenen Tests nicht gesehen. Aber andere sind da doch schon ein paar Mal drauf gestoßen. Ich habe das jetzt angepasst oder schon vor einiger Zeit angepasst und jetzt funktioniert das alles besser. Also, ja, wie gesagt, Feedback wäre nice. Ich bin nicht böse drum. Ich hatte jetzt auch schon ein paar Mal die Anfrage bekommen, ob man das Spiel halt tatsächlich spielen darf, live und so weiter. Gerade bei den Backroom Games habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall, soll mich bitte verlinken. Es hat mich nie einer verlinkt. Ich wurde immer nur gefragt, darf man das online spielen? Ich gucke auch extra drauf bei solchen Sachen, dass ich Musik etc. nehme, die man halt auch problemlos nutzen kann für Streams, für Videos und so weiter. Da achte ich schon ein bisschen drauf. Ich bin ja selber Videomacher und Streamer. So viel dazu. Was haltet ihr von diesem netten, tollen Spiel? Und ich werde euch up to date halten. Auch demnächst, was das größte Projekt angeht, wo ich, wie gesagt, euch noch nicht versprechen kann, ob das wirklich ein fertiges Spiel wird. Aber ihr könnt ja mal immer mal in die Livestreams zuschauen. Wir haben auch irgendwie immer mal schweifen ab und machen dann halt eine kurze Lernsession draus. Wir hatten jetzt bei dem größeren Projekt uns sehr viel über UV-Mapping unterhalten oder wie man UVs erstellt, was generell so ein Mesh braucht, dass man das problemlos mit der Unreal Engine bearbeiten kann. Ja, wenn ihr da mehr Lust drauf habt, einfach mitzumachen, einfach mal ein bisschen was zu lernen und einfach nur zu gucken, was für ein Blödsinn ich in Unreal mache und wie doof ich mich manchmal anschaue, weil ich irgendwann die Sachen nicht finde, weil ich nicht schreiben kann oder weil ich einfach nicht weiß, wie die Sachen heißen oder es gibt Sachen, die doppelt benannt sind und dann finde mal die richtige, heißen drei Sachen gleich, eine davon ist die, die du brauchst. Ja, Unreal hat schon mal lustige Sachen parat, gerade was die, ja, die Blueprints, ich bin nicht auf Blueprints gekommen, was die angeht. Wie gesagt, für die, die es interessiert, kurz nachdem das Video online ist, haue ich euch die Blueprints, Fotos oder Screenshots in die Diskussionsdinger in YouTube. Das ist ja extra ein Reiter. Man kann ja keine Bilder unter Kommentare packen. Wie gesagt, da ist das drinne. Vielleicht, ich kann auch eine Planänderung mitten jetzt im Satz ist mir eingefallen. In die Beschreibung packe ich euch Word, Google Word, Gedingens zum draufdrücken und dann habt ihr das als Text. Da kann ich, glaube ich, auch Bilder reinmachen, dieses Google Word. Da könnt ihr euch das auch abgucken, wenn euch die Blueprints interessieren, von diesem, ich sammle Dinge auf und eine Tür geht auf. Es sind nur zwei, drei Blueprints, die ihr machen müsst, ist nichts Kompliziertes. Ja, wie dem auch sei. Ja, und dann?
Danke für bis hierhin zuhören und wir sehen uns in dem nächsten Stream, Video, was auch immer ich so tue. Viel Spaß, auf Wiedersehen.